mein ferngesteuerter Gargolon 4000. Tante Grader hat ihn mir geschenkt. Mir! Na und? Ich mag aber mein Geschenk nicht. Du weißt sowieso nicht, was du damit anfangen sollst. Damit kann man nämlich unschuldige Menschen vernichten. Oh Mann! Wayne, wisch das sofort auf! Ich dulde kein Gesabber auf dem Teppich! Jungs, das ist eure Cousine. Sie wird eine Weile bei uns bleiben. Kann es sprechen? Offensichtlich nicht, du Schwachkopf. Sie kann ja noch nicht einmal laufen. Natürlich kann sie laufen und sprechen. Sie ist immerhin schon 5 Jahre alt. Das da ist 5 Jahre alt? Sie verwendet eben ihre ganze Energie aufs Wachsen statt aufs Laufen und Sprechen. Sie ist ganz genau wie die Tochter, die ich nie hatte. Und jetzt spielt schön mit ihr. Und keine Grobheiten. Sie ist so süß und so zart. Gargolon gehört mir! Zusammen werden wir die Welt beherrschen! Hey Wayne, ich glaube, sie mag dich. Sie reitet auf dir wie auf. Wie auf einem. Nein! Etwas gegen diese Bedrohung unternehmen. Ja, wir besorgen uns Stacheldrahtrollen und binden sie uns auf den Rücken oder kleine Minen, die explodieren. Das finde ich dann doch etwas übertrieben. Ah! Ah! Bitte nicht. Das ist lächerlich. Ich habe eine Idee, wie wir sie vielleicht bremsen können. Wir müssen sie nur in die Küche locken. Wie sollen wir das anstellen? Da gibt es nur eine Möglichkeit. Rennen! Oh nein! Also gut. Ich habe mal so einen Dokumentarfilm über Löwen gesehen. Und die machen immer ein Nickerchen, nachdem sie ihre Beute gefressen haben. Hey, warte, das sind die guten Sachen. Das glaube ich nicht. Sie hat alles aufgegessen, sogar das Tiefkühlzeug. Ja, und was hat's gebracht? Jetzt ist sie noch schwerer. Wart's ab, Wayne. Ich glaube, es hat funktioniert. Nein! Nicht! Nimm doch die Bettmesser, hier ist das Messer am Pferdchen. Nein, Hilfe! Ich glaube, das sollten wir doch Mom erzählen. Aber nicht sofort. Seht euch dieses süße, zarte Ding an. Sie würde doch nicht einmal auf eine Ameise springen. Sie springt auch nicht auf Ameisen. Dafür auf alle anderen Lebewesen. Na, das wollen wir doch mal sehen. Oh.
Pinkies. Ist das denn nicht bezaubernd? Seht ihr, sie ist vollkommen harmlos. Ich weiß, wie wir der Sache auf den Grund gehen können. Kommt mit. So einem hübschen Pferdchen kann doch kein Reiter widerstehen. Siehst du das schöne Pferdilein? Möchtest du vielleicht dem Hyapferdchen was zu fressen geben? Eure Mutter hat recht. Sie ist ganz bezaubernd und lammfromm. Ich wünschte, Gargulon 4000 wäre echt. Warum hast du Mom gesagt, dass wir mit ihr auf den Spielplatz gehen, Wayne? Warte, Wayne, was hast du denn vor? Was machst du da? Wir können sie nicht einfach allein lassen. Warum nicht? Genau das hatte ich vor. Das können wir nicht machen, Wayne. Sie ist noch ein Baby, sozusagen. Wir kriegen Riesenärger mit Mom. Kriegen wir nicht. Wir können lügen. Sie hat auch gelogen. Sie hat so getan, als wäre sie nie auf uns draufgesprungen. Oh nein, sie ist durch einen Tunnel abgehauen. Ja, juhu! Wayne, komm mit, wir müssen sie zurückholen. Ich fürchte, hier unten ist sie nicht. Na schön, wir haben's versucht. Komm schon, Wayne, wir müssen sie finden, bevor ihr etwas zustößt. Aber wieso? Jasmin, Skylar, Sternschnuppe. Für heute darfst du dir die Schleife ausleihen, aber eigentlich gehört sie mir. Vergiss das nicht. Was willst du denn hier, du Ungetüm? Verschwinde! Los! Weg mit dir, du Riesenbaby! 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 Es ist hoffnungslos. Genau! Gehen wir nach Hause! Ich übernehme keinerlei Verantwortung für diese Sache. Du hast sie verloren. Es ist deine Schuld. Ist doch super, Madengesicht! Du solltest mir dankbar sein. Was sollen wir jetzt Mom erzählen? Sag ihr doch, ein Löwe hat sie gefressen und danach ein schönes Nickerchen gehalten. Mr. Winkle! Oh, das ist aber eine nette Überraschung. Was führt Sie denn? Sagen Sie, Cramp. Gehört das Ihnen? Pferdchen! 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 Das arme Baby. Wie um alles in der Welt. Genau. Danke, dass Sie sie nach Hause gebracht haben, Mr. Winkle, Sir. Tja, wie Sie sehen, hat sie eine Schwäche dafür, im Schweinsgalopp durch die Gegend zu reiten. Ich bin kein Schwein, Mr. Cramp. Was tun Sie da, Sir? Hihot, Schweinchen, ich will nach Hause. Aua! Ich glaube, es wird höchste Zeit, dich nach Hause zu bringen, mein kleines Fräulein. Oh, langsam, Fury. Haha, vorher noch zum Supermarkt. Los geht's, hoppa! Und hopp, hopp, hopp.